Ubisoft verpasst seiner wichtigsten Spielemarke endlich den überfälligen Neuanstrich. Mit Assassin's Creed Origins wird die Serie um Meuchler, Templer und antike Hightech-Artefakte ins alte Ägypten verlegt. Hier entdeckt der Spieler die Ursprünge des Assassinenordens und wird mit generalüberholten Spielmechanismen verwöhnt. Ein neues Kampfsystem, Rollenspielbuchhaltung und eine riesige, offene Welt verändern das bekannte Spielgefühl dramatisch. Dabei präsentiert sich der Held Bayek als die letzte Hoffnung für eine während der letzten Jahre zunehmend in Kritik geratene Marke. Wobei Bayek auf den ersten Blick nur bedingt zum Helden taugt. Er ist ein Medjay, eine Art Wüstenpolizist, der Streitigkeiten schlichtet, Karawanen beschützt und Banditen stellt. Aber als eine grausame Sekte Bayeks Sohn ermordet, wird er zum Derwisch. Sein gnadenloser Rachefeldzug führt ihn kreuz und quer durch eine gigantische Open-World-Version Ägyptens. Ganz nebenbei mischt er noch beim Konflikt von Ptolemaios und Kleopatra mit und errichtet das Fundament für den späteren Assassinenorden. Dabei hat Ägypten seine Glanzzeit längst hinter sich. Die meisten der großen Tempel, Statuen und Pyramiden liegen zur Hälfte unter Sand begraben. Alte Götter wie Osiris, Anubis oder Thot müssen sich ihren Thron mit Kollegen aus Rom und Griechenland teilen. Durch diesen geschichtsträchtigen Schauplatz bahnt sich Bayek mit Schwert, Schild, Speer und Bogen unaufhaltsam seinen Weg. Da werden Jahrtausende alte Katakomben ihrer Schätze beraubt, Pyramiden erklommen, Tiere erlegt, Botengänge erledigt und die Truppen feindlicher Lager ins Jenseits befördert. Dabei machen Attribute, Stufen, Erfahrungspunkte und der Fähigkeitenbaum aus dem einstigen Action-Adventure ein waschechtes Rollenspiel. Verliert Bayek vor lauter Gegend mal die Übersicht, schickt er seinen zahmen Falken Senu vor. Der erkundet daraufhin aus der Vogelperspektive die Umgebung und markiert spätere Ziele. Ebenfalls deutlich anspruchsvoller als in den anderen Serienteilen ist das rundum erneuerte Kampfsystem. Nur wer aufmerksam nach einer Schwäche in der feindlichen Deckung forscht und gezielt in die Manöverkiste greift, ist siegreich. Erst auf höheren Erfahrungsstufen kann sich Bayek mit mehreren Feinden auf einmal anlegen und kraftvolle Speerstöße ausführen oder mächtige Hiebe mit dem Schwert austeilen. Resultat der Änderungen ist ein teilweise dramatisch verändertes Spielgefühl. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass der Spieler endlich mehr Kontrolle über seinen Helden hat. Der eigentliche Star des Abenteuers ist aber weder Held Bayek noch die neuen Spielmechanismen, sondern das gigantische Ägypten. Noch nie wurde ein historischer Schauplatz so lebendig, prachtvoll und authentisch für ein Spiel umgesetzt. Assassin's Creed Origins beamt den Spieler ohne Umwege in die Vergangenheit und nimmt ihn dort so lange gefangen, bis der letzte Schurke gemeuchelt, alle Goldmünzen gefunden und jeder mögliche Erfahrungspunkt verdient wurde.